Ich bin Joshua und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück. Heute mal mit dem From Dusk to Dawn Trilogie, mit den drei Mediabooks im Lederbuch hier, Lederschuber hier. Leder, nicht sehr kein richtiges Leder, ist halt so Lederoptik, ne? Wollte ich auf jeden Fall haben. Und machen wir mal das schöne Ding jetzt auf. Oder machen wir eine Ego-Perspektive auf. Bis gleich. Jawohl, und dann sind wir hier in der Ego-Perspektive. So, und dann machen wir das schöne Ding nochmal auf hier. Machen wir ganz vorsichtig mit der Schere. So, jetzt habe ich es. Jetzt haben wir es. Nein, Moment, ich ziehe es noch kurz runter. So, da ist das schöne Ding. So, dann schauen wir uns erstmal. Jo, schönes Frontcover finde ich doch so gut. Ginge vielleicht mehr, aber ich finde es okay. Dann haben wir hier From Dusk Till Dawn. Und das ist natürlich auch cool zu Bild, ne? Titty Twister. Muss den ersten Teil unbedingt jetzt mal wieder gucken, schon ewig nicht mehr gesehen. Jo, dann haben wir hier die Mediabooks dran. Schauen wir mal raus, schauen wir mal, wie sie rausgehen. Jawohl, sie kommen. Sie kommen. Gut, ist auch schön ausgekleidet hier drin mit so Samt. Von Dusk Till Dawn 3, 2 und 1. Ach, das ist doch das Ding, auf das, was ich gewartet habe, ne? Das ist es doch. Schere packen wir erstmal weg. So. Genau, das ist ja das übliche Cover hier. Und das Bein. Rückcover ist auch cool. So, machen wir mal auf. Hier die erste Disc. Part 1 Blu-ray. Und hier müsste dann die zweite Disc sein. Die zweite Blu-ray, die Bonus-Disc. Jawohl. Schauen wir mal, haben wir ein durchgängiges Cover? Jawohl. Coole Sache. So. Wie findet ihr die Trilogie? Würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Teil 2 und Teil 3 gesehen. Obwohl, ich habe sie schon mal gehabt auf DVD, glaube ich. Ist ja auch nice, ne? Genau, das ist dann jetzt hier zum zweiten Teil.
dritten Teil. Das ist halt das, was schade ist, dass in jedem Mediabook der gleiche Buchanteil drin ist. Ne? Genau, das war der erste. Dann haben wir hier das zweite. Ja, und halt innen auch das gleiche, da haben wir natürlich nur eine Disc. Wenn sie dann wenigstens da was anders einfallen lassen hätten, dass da zum Film was drin ist, aber das ist jetzt zum ersten Teil, das ist halt das Eigentliche, ne? Das zeige ich euch ja nicht mehr, weil es genau 1:1 das gleiche ist. Hier ist auch das gleiche. Das ist einfallslos. Aber wie gesagt, ich habe es gekauft. Ich darf nicht schimpfen, aber man hätte wirklich was machen können. Ne? Jo, dann kommen wir jetzt zum dritten. In dem gleichen Spiel wie immer. Die Disc. Ist ja auch in dem gleichen Ding wie die anderen. Das mit dem dritten Teil. Wenigstens ist da außen was anderes drauf, ja, aber es wäre besser gar. Ich glaube, ich habe 60 Euro für die Box gezahlt. Ja, sind dann 20 pro Mediabook. Wenn wir den Schub noch abziehen, dann sagen wir mal 15 oder 17 Bio Mediabook. Und das ist gut. Ja. Also, ich kann nur für euch sagen, holt euch das Trilogie-Ding. Mir hat halt der Schub jetzt gefallen und mir gefällt es, dass ich den ersten Teil so als Mediabook habe. Und der Leder-Look. Schuber finde ich auch cool, und muss jeder für sich selber entscheiden, ob sich das für euch lohnt oder ob sich das nicht lohnt. Genau. Das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Video und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.